ich wollte gerade meinen Beitritt trainieren. Deinen Beitritt trainieren? Wozu denn das? Weil mein lieber Cousin Brayburn und der Rest der Apple-Familie aus Appaloosa tatsächlich denken, ihr Team könne Ponyville im Eimerball schlagen. Was? Ha, das ist total lächerlich. Kein Pony schlägt Ponyville. Ich meine, ich könnte die ganze Stadt Appaloosa mit einem Flügel auf den Rücken gebunden im Eimerball schlagen. Also kann ich mit dir im Ponyville-Eimerball-Team rechnen? Oh ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe vorher noch eine Frage. Hm? Was ist Eimerball? Oh. My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel. Und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich. Zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Also, eigentlich ist Eimerball das allercoolste Spiel aller Zeiten. Angreifen, verteidigen, Teamarbeit, es steckt voller Action. Alles ist dabei. Wow, Rainbow Dash, du scheinst ja eine Menge über dieses Spiel zu wissen. Ich höre zum ersten Mal von Eimerball. Ja, ich bin eine Art Expertin. Eine Expertin, die das Spiel nicht kannte, bis ich ihr davon erzählt habe. Naja, es ist ein neues Spiel. Ich weiß mehr darüber als die meisten Ponys und das macht mich eben zur Expertin. Ich weiß nicht das geringste bisschen über das Spiel, aber es klingt nach Bellen und Böcken und macht bestimmt super duper Spaß. Folgendes. Mein Cousin Brayburn hat irgendwie ein Pegasus und ein Einhorn überredet, zu ihm ins Appaloosa-Team zu kommen. Und jetzt gibt er dauernd damit an, dass sein Team unseres locker schlagen wird. Aber, wir haben doch kein Team. Ja, also mit Applejack und mir haben wir schon mal zwei Drittel eines Teams. Jetzt brauchen wir noch ein Einhorn. Das ist der Moment eures Auftritts. Jeder weiß doch, dass wir keine Einhörner sind, oder? Offensichtlich. Du spielst deshalb in meinem Team und Fluttershy spielt deshalb in Applejacks Team. Wir spielen gegeneinander im Wechsel mit allen Einhörnern, die sich bewerben, bis wir das Beste finden. Jetzt bin ich erleichtert. Mein Einhornkostüm liegt noch zu Hause. Ich weiß, dass viele von euch hier sind, weil ich ihnen erzählt habe, was für ein tolles Spiel Eimerball ist. Und auch wenn es das Lieblingsspiel der Apple-Familie ist, wissen die meisten sicher kaum was darüber. Also wollen wir euch das Spiel kurz vorführen. Die beiden Stürmer sind die Erdponys. Sie treffen sich an der Mittellinie für den Anstoß. Dann versuchen sie beide, den Ball als Erster zu treffen. Das Pegasus ist Verteidiger. Es hält den Ball vom Tor fern und passt ihn zurück zum Erdpony aus ihrem Team. Gib dem Ball einen leichten Tritt, Pinky. Und nun zur Aufgabe der Einhörner. Sie müssen die Eimer immer wieder um das Feld herumfliegen lassen und so viele Bälle wie möglich für ihr Team fangen. Habt ihr zwei es verstanden? Absolut nicht! Oh, weiß nicht genau. Der Ball fliegt schon ziemlich schnell. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, was jeder von euch drauf hat. Was soll ich tun? Wenn der Ball auf dich zugeflogen kommt, fang ihn. Okay, gib einfach dein Bestes, Pinky. Ich habe natürlich viel mehr Erfahrung als du. Guter Tritt. Gut gehalten, Fluttershy. Er kommt jetzt zu dir, Pinky. Achtung! Hey, das Spiel ist ja ganz leicht. Oh, und das macht wirklich viel Spaß. Wo hat Pinky nur gelernt, so kräftig zuzutreten? Und Fluttershys Dreh-Schweiffang war auch ziemlich beeindruckend.
Okay, wir sehen dann mal, was ihr so drauf habt. Erwarte nicht, dass du mich zweimal hintereinander schlagen wirst. Na hallo, mein lieber Ball. Schnell aus dem Weg, Schmetterlinge, bevor der Ball kommt und euch trifft. Nein. Okay, mal sehen, was die anderen so können. Nein! Definitiv nein. Nein! Keine Chance. Nein. Nö. Und nein. Das lief jetzt überhaupt nicht so wie gedacht. Nein, nicht im geringsten. Das Spiel macht viel mehr Spaß, als ich vermutet hatte. Es macht genauso viel Spaß, wie ich vermutet habe. Eine ganze Menge Spaß. Ich trage hier mein Wasser, mein Wasser, mein Wasser. Ich trage hier mein Wasser auf einer Schulterstange. Snake, pass auf! Fantastisch. Seid mal lieber vorsichtig mit den Bällen, nicht, dass ihr sie noch verliert. Hey, Snails, schwenkst du bitte mal einen der Eimer in diese Richtung? Hm, sicher. Und was soll ich jetzt damit machen? Fangen! Noch irgendwas? Wow, Snails, du bist ein Eimerball-Naturtalent. Und das ist richtig gut. Uns gehen hier die Einhörner aus. Hättest du vielleicht auch Lust auf ein Turnier gegen das Appaloosa-Team? Ich werde mal drüber nachdenken. Nachdem ich das Wasser ausgeliefert habe, habe ich eigentlich nichts weiter zu tun. Nun, Snails, mit dir in unserem Team ist Ponyville noch einen Schritt näher daran, dem Team von Appaloosa eins draufzugeben. Ja, und nach heute wissen wir ganz sicher, wer noch in unserem Team mitspielt. Was meinst du damit? Ich dachte, du und Dash bildet das Team. Ja, wenn ihr nicht gegen Appaloosa gewinnt, wer denn dann? Na, ihr zwei natürlich. Ist doch offensichtlich. Ihr wollt uns im Team gegen Appaloosa aufstellen und nicht euch? Mhm. Das nenne ich wunderglaublich. Na, wunderbar und unglaublich. Ach, komm schon. Ich kann's nicht erklären, aber ihr wart vorhin wirklich gut im Spiel. Und das bedeutet einen Sieg gegen Appaloosa. Da gebe ich euch schneller einen Platz im Team, als Granny Smith einen Apfel entkernen kann. Ich auch. Normalerweise freue ich mich ja, dass Ponyville hofft, dass ich gewinne und dann die Konkurrenz ausschalte. Aber ihr zwei seid um Längen besser als ich. Oh, das tut mir leid. Ich hatte einfach nur Spaß. Und du sollst so viel Spaß haben, wie du willst, solange Brayburns Team die Ohren kräftig langgezogen werden. Ich habe ungeheuer gern Spaß. Naja, ganz ehrlich gesagt, hat mir das Spiel erst Angst gemacht. Aber als ich den Dreh raus hatte, hat's mir Spaß gemacht. Na dann können wir die Party steigen lassen. In Ordnung. Aber wenn wir Appaloosa echt schlagen möchten, müssen wir ab jetzt wirklich ernst machen. Ernst machen? Wie meinst du das jetzt genau? Mit ernsthaftem Training. Wow, das wirkt aber ziemlich heftig. Naja, klar. Ihr zwei repräsentiert beim Spiel schließlich Ponyville. Und was noch viel wichtiger ist, uns. Deshalb werdet ihr vor der Abreise nach Appaloosa morgen mindestens so hart trainieren, wie wir es getan hätten. Also dann legen wir mal los. Seht mal darüber, Snails hat schon angefangen. Okay, ihr wollt ja gewinnen. Dazu musst du diesen Parcours bewältigen. Ich muss? Es geht immer um Ballkontrolle. Bereit? Dann los! Komm schon! Mach schneller! Willst du, dass Ponyville verliert, weil du nicht einen Zahn zulegst? Mach schon! Oh.
Worauf es bei diesem Spiel wirklich ankommt, ist, den Ball aus jeder Entfernung mit Schwung im Eimer zu versenken. Ja, wenn du das so sagst. Gut, weiter. Wenn du auch nur einmal daneben trittst, ist der Ruf der Apple-Familie für immer ruiniert. Wow, was? Schon. Los, los, los! Na los, komm! Jeder Tritt ist für Sweet Apple Acres. Und mich. Und Dash. Und für ganz Ponyville. Oh. Schneller! Komm schon, los! Mach schon! Weitermachen! Komm schon! Zum Apfelkuchen ist mit den beiden los. Keine Ahnung. Sie waren vorher auf dem Feld doch so gut. Okay, das war's für heute, Leute. Ich dachte, wir würden noch besser, wenn wir viel trainieren. Vielleicht brauchen wir einfach nur eine kleine Pause. Oder eine super lange Pause. Naja, morgen solltet ihr voll bei der Sache sein. Darauf kommt es an. Ganz Ponyville erwartet von euch, dass ihr gewinnt. Ich möchte auf keinen Fall weder Applejack noch Rainbow Dash enttäuschen. Oder jemand anderes. Aber nach diesem Training bin ich weniger zuversichtlich. Vielleicht waren wir auch gar nicht so schlecht. Oh. Ich habe gehofft, dir sei irgendwas aufgefallen, das ich nicht gemerkt habe. Unsere Freunde möchten, dass wir gewinnen, aber wie kann sich die ganze Stadt auf uns verlassen, wenn die meisten noch nie was von Eimerball gehört haben? Ja, denke ich auch. Wie können wir jemanden enttäuschen, der nicht mal weiß, dass es ein Team gibt? Oder dass wir gegen Appaloosa antreten. Ja, machen wir uns lieber keine Sorgen. Es würde mich wundern, wenn das Spiel überhaupt einem Pony in der Stadt etwas bedeutet. Los, Ponyville! Los, Ponyville! Gewinn, gewinn, gewinn! Wow, dieses Eimerballspiel scheint der Stadt wirklich viel zu bedeuten. Und haben ein bisschen fürs Team geworben. Yep. Wir wollten nur sicher gehen, dass ihr wisst, dass ganz Ponyville hinter euch steht. Klasse! Ich glaube, die ganze Stadt plant schon eine Parade, wenn ihr von eurem Sieg gegen Appaloosa zurückkehrt. Das muss sich ja toll anfühlen. Sollte es wohl? Total, denkt einfach auf der Fahrt nach Appaloosa daran, dass jeder dem siegreichen Ponyville-Eimerball-Team von Herzen zujubelt. Ich wette, sogar Prinzessin Celestia kommt euch gratulieren. Na, wenn euch das nicht richtig in Stimmung bringt, dann weiß ich es auch nicht. Ich weiß nicht, von welcher Stimmung Rainbow Dash da gerade geredet hat, aber ich bin sicher, dass ich die nicht hab. Und du? Hey, ich dachte, ihr zwei seid schon richtig in Stimmung. Die Sache ist, wir denken an die anderen Ponys. Wir denken an uns. Oh, da kommen wir halt nicht hin. Wir kommen garantiert niemals richtig in Stimmung, weil sich unsere Stimmung ganz fürchterlich anfühlt. Weil wir ganz schlecht im Eimerball sind und wir werden verlieren. Und alle Ponys enttäuschen und wir wollen außerdem gar nicht mehr spielen. Ich will noch spielen, falls ihr euch jetzt Sorgen macht. Ich verstehe es einfach nicht. Sie sind Naturtalente. Wieso wollen sie auf einmal nicht mehr spielen? Vielleicht hat es sie nervös gemacht, dass wir ihnen erzählt haben, dass ganz Ponyville sich auf sie verlässt. Was? Ach, das ist doch verrückt. Dass sich die anderen auf einen verlassen, ist genau das, was man zum Konzentrieren braucht. Ernst zu machen, sich ins Zeug zu legen und... sich darauf vorzubereiten, den Gegner aus dem Rennen zu werfen und... und nichts davon klingt nach Pinky oder Fluttershy. Habe ich recht? Ich schätze nicht.
Wir waren so darin vertieft, was für uns wichtig ist, dass wir den beiden den Spaß an dem Spiel genommen haben. Was sollen wir jetzt tun? Pinky? Fluttershy? Wir wissen, dass ihr hier seid. Wir haben jeden Waggon des Zuges abgesucht. Vielleicht müsst ihr noch mal überall suchen. Ja, weil wir nämlich überhaupt nicht hier sind. Und wir sind auf keinen Fall hier, wenn ihr wollt, dass wir gegen das Appaloosa-Team spielen. Oder sonst jemanden. Oh, tut uns leid, dass wir euch enttäuschen. Aber besser jetzt als im Spiel gegen Appaloosa. Ihr müsst nicht gegen das Team von Appaloosa spielen. Müssen wir nicht? Nein, wir nehmen eure Plätze ein. Also müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen. Hm, wieso sagt ihr das denn nicht vorher? Aber wir können auf gar keinen Fall ohne Training gegen Brayburns Team antreten. Also müsst ihr noch ein einziges Mal spielen. Ja, gegen uns. Ich weiß, wir haben zuvor die Teams gemischt, aber weil Dash und ich wirklich noch trainieren müssen, spielen wir beide jetzt gegen euch. Oh, ich weiß nicht, wie ihr überhaupt mit uns spielen wollt, denn wir spielen wirklich ganz fürchterlich. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Applejack und ich brauchen schließlich nur ein bisschen Übung. Yep, gebt ihr zwei nur euer Bestes. Na, das kriege ich hin. Ich glaube, dass ihr beide Training wirklich nötig habt. Spielen. Ja, ich könnte das den ganzen Tag spielen. Nein, danke. Gegen euch zu spielen ist genauso demütigend wie zuvor, als wir noch nicht versucht haben, euch zu zeigen, wie unglaublich gut ihr seid. Warte, was? Na, endlich. Ihr müsst doch bemerkt haben, dass ihr nicht mehr schlecht spielt. Oh, ja. Seltsam. Aber, wieso waren wir denn vorher nicht so gut? Manche Ponys sind nur unter Druck in Höchstform und andere eben nicht. Obwohl wir nicht mal gespielt haben, haben wir unsere Maßstäbe angesetzt, was euch voll gestresst hat. Und das hat euch dann den ganzen Spaß an dem Spiel verdorben. Und Spaß zu haben macht euch wirklich richtig, richtig, richtig gut. Aber es spielt keine Rolle, wie gut wir sind, wenn wir die anderen nicht enttäuschen wollen. Ja, was ist denn mit den Ponys in Ponyville? Die erwarten, dass wir gewinnen. Natürlich wollen alle, dass ihr gewinnt. Aber nicht, wenn der Gedanke daran euch Angst macht. Das wäre ein Sieg nie wert. Aber wie sollen wir es schaffen, uns keine Sorgen zu machen? Tut doch, was ich tue. Einfach nicht darüber nachdenken. Ganz im Ernst, ich denke nie über etwas nach. Niemals. Geht in Ordnung. Und mit noch einem Sprungtor von Pinkie Pie steht es jetzt unentschieden. Ihr seid wirklich unglaublich. Brayburn ist wirklich gut. Und auch das Pegasus. Oh, ich weiß nicht, ob wir noch gewinnen. Wisst ihr, was ich tun würde? Einfach nicht darüber nachdenken. Einfach nicht darüber. Oh, ja, richtig. Und solange es euch Spaß macht, ist es doch egal, ob ihr gewinnt oder nicht. Ich finde, so macht es mir Spaß. Und Pinky gewinnt den Anfang.
Anstoß. Aber ihr Tritt wird abgewehrt. Zurück an Brayburn, dessen Tritt Fluttershy erneut mit einer Parade hält. Der nächste Punkt gewinnt. Es geht spannend hin und her. Fluttershy zeigt ihren patentierten Drehschweif an. Aber Brayburn ist da um... Nein, da kommt Pinky mit einem Salto-Tritt. Was für ein Tritt. Und das Spiel ist aus. Ponyville gewinnt. Ponyville! 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 Ihr drei habt hier einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen. Tja, Cousine, ich muss zugeben... Dein Ponyville-Team hat richtig gut gespielt. Ha! Gut gespielt? Wir haben euch die Hufe unterm Hintern weggefegt. Yep, das kann man so sagen. Ich muss mir für das Rückspiel ernsthaft eine neue Strategie einfallen lassen. Oh, ich würde es nicht zu ernst angehen. Ja! Jedes Pony weiß, das Geheimnis eines guten Spiels ist einfach...